Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal wieder mit MTB Crafter. Hallo. Und wir fahren heute mal wieder ein altbekanntes Deck. Eins meiner Lieblingsdecks. Warum? Weil es für mich einen der schönsten Zweiten Weltkriegspanzer enthält. Das ist aber Geschmackssache, da streiten wir uns diesmal lieber nicht drüber. Und zwar ist es der Panzer 3. Aber, dass ich dieses Video mache, hat eher einen anderen Grund, weil ich habe haufenweise Fanpost in den letzten Monaten bekommen, wo sich Leute darüber beschweren, dass man sich in War Thunder nur hochkaufen kann und wie scheiße bestimmte Fahrzeuge einfach sind. Und was mir besonders ins Auge gestochen ist, waren letztens Kommentare, es war nicht nur einer, das waren zwei, drei Leute, die mir gesagt haben, dass die Panzer 3 unspielbar seien, weil die nichts pennen können und super dünn sind. Und da muss ich einfach vehement widersprechen. Die Panzer 3 sind, sag mal, auf ihrem Battle-Rating mega gut. Wir sind jetzt leider in der maximalen Abtier, aber ich wette, auch hier können wir was reißen. Also auf ihrem Battle-Rating, gerade der M und der L mit der Schottpanzerung, sind mega gut. Und die Kanone, wenn man APDS geladen hat, sorry, APCR, geht eigentlich auch überall noch durch. Klar, es sind Nadelstiche, aber man muss halt auch ein bisschen lernen, wo man hinschießen muss. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier oben irgendwas abkriegen. Das ist schon wieder eine mega gute Map-Aufteilung, wie ich finde. Ja, ja. Ah, und ja, vielen Dank für, naja, die Treue, die Abos. Wir haben es geschafft, die 10.000 ist voll. Das ist so surreal. Ich hab gestern mal drüber nachgedacht, wenn man mal so eine Halle mit Menschen füllen würde, wie viele 10.000 Menschen sind. Das ist irgendwie nicht greifbar, finde ich. Das sind ein paar. Ein paar, ne? Also ich würde ja. Da würde meine Anti-Menschenphobie kicken, glaube ich. Also ich kuschel ja gern, aber das wäre zu viel. Da hinten steht was. Okay. Hi. Das ist ein Machine Gunner und Transmission. Ich kenne ihn nicht. Soll ich drauf oder? Nö. Okay. Ich habe einen schlechten Winkel gehabt, alles gut. Mit M24 nutze ich doch keine APDS. CA. Ich spiele zu viel Hide hier. Ja, ich will jetzt endlich mal bei allen Nationen ganz oben mitmischen und ich will mir die ganzen Sachen nicht einfach nur geben lassen. Ich will sie auch selbst grinden so ein bisschen. Ist hoffentlich verständlich. Ja, also hier war eben noch Mündungsfeuer. Ach komm, der steht unten in der Senke. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er sieht dich. Verdammt. Ja, er ist gebounced an mir, cool. Ich komme im Flugzeug, den hole ich mir von oben. Au, das ist nicht nur einer. Ja. Yeah. Und Flugzeug auf mich, Bombe auf mich, tschüss. Der sieht schlecht. Okay, die haben ein paar Flieger. SAV ist ein schlechtes Beispiel für Panzerung, würde ich sagen. Eine 120er ins Gesicht ist auf dem Battle-Rating einfach nur böse. Ist ein SAV, ein T-34 und noch irgendwas. Und vielleicht sogar noch irgendwas. Also sind ein paar. Ja, ich hab's mitgekriegt. Bin auch im Flieger, vielleicht kann ich vor mir ist eine Unterstützung geben oder so. Der hat's auf dich abgesehen gehabt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Wen? Den ich gerade gekillt hab. Hast du einen gekillt? Ich hab echt nichts gesehen. Der ist von unten nach oben auf dich zugeflogen. Ich sehe nicht mal. Okay. Ist schon raus oder was? Nö. Also mein Kopf schon, aber. So, dann müssen wir halt die Schlacht erstmal am Himmel gewinnen, bevor wir die Schlacht am Boden gewinnen. Da mal was drauf. Jo, das ist ein T-34. Das sind zwei Leute. Ja, gönn dir. Vielleicht treffe ich ja sogar einen davon. Ha, einen habe ich gekriegt.
Sehr schön. Bester Premium-Jäger im Low-Tier-Bereich. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht wahrhaben wollen. Das Ding ist auf deutscher Seite einfach so mega stark, weil keiner damit rechnet, dass du so mit denen mithören kannst. Und die Kanone, selbst in der AP-Variante, ist mega stark. Hast du? Nee. Gekrittert nur. Ich meine, ihr seht's. Das Ding ist einfach abartig. Aus der Richtung kommt noch einer rein. Ja, ja, ich sehe ihn. Das ist, glaube ich, eine IL-2? Wobei. Ja, nein. Ja, doch. Kann gut sein. Hit. Cool. Oh, Hit. Hinter dir war. Ja, gerade, der hat mir den Motor, oder? Gezogen. Nee, da, vor dir. Ja, unter mir halt. Mein Motor ist raus. Okay. Ich habe nur noch 40 Schuss, also. Hab ihn noch angezündet. Nice, mit meinen letzten 21 Schuss. Hängt sich aber hinter dich, Achtung. Ja, ist vor mir. Schießt er nicht mehr drauf. Es einer geht aus. Geht bestimmt aus, oder? Das ist ein Russe, natürlich geht er aus. Ja, und ich habe den Baum getroffen. Er ist ausgegangen. Alter Falter. Aber der hat, glaube ich, keinen. Also hol ihn dir. Einfach rein. Ja, das war ein Premium-Beispiel, wie es nicht laufen sollte. Alter, haben die uns platt gemacht. Holst du ihn dir? Ich habe ihn noch gekrittet, aber. Ja. Das ist ein Russe, ne? Okay, dann halt so. Joa. Okay. Nachdem wir jetzt die feindliche Luftwaffe komplett zerlegt haben, Alter, was ist denn hier für ein Wrackgesammel? Okay, ist mir zu blöd. Ich glaube, in den Punkt komme ich nicht mehr rein. Eher nicht, nee. Schwierig. Ich glaube, da komme selbst ich nicht mehr rein. Nee. Ach du großer Gott. Jetzt sehe ich es auch. Ja. Alter. Das ist wie die Wrackparade gewesen bei unserem Spawn. Also die Gegner haben uns einfach komplett abgeschnitten. Ich glaube, das war die einzig kluge Idee, ins Flugzeug zu gehen, damit ich wenigstens so ein paar Punkte mitnehmen hätte können. Ja. Ja. Wie viele Flieger haben wir jetzt eigentlich zusammen abgeknallt? Ein paar. Ja, war ein paar, glaube ich. Also ich habe einen. Ich habe 10% Discount mal wieder für ein Boot. Ich habe 5 Flieger abgeschossen, Alter. Was war das so denn schon wieder? Mein Finger hat so aufgeklickt. Hast du irgendwie Zuckungen oder was? Ich weiß auch nicht, was da los war. Die Map mag ich ja eigentlich sehr gerne. Schauen wir mal, ob sie mir heute hold ist. Wir sind halt schon wieder 4-3. Ja, was sonst? Ja, was sonst? Was frag ich überhaupt, ne? Ich nehme mal an Norden. Ja, A-Linie. Also mit der Standardmunition hast du halt knapp 100 Pen. Das verstehe ich schon, wenn manche da sagen, sie wissen nicht, wie sie damit klarkommen, wenn sie halt nicht auf Weakspots zielen. Man hat es in der ersten Runde beim M24 gesehen. Ich habe versucht, ganz knapp über den Hügel zu schießen, aber der stand so, dass ich genau immer die Winkel getroffen habe. Die APCA ist da schon ein bisschen besser, aber dazu muss man halt wissen, wo man hinschießt. Ich habe noch die APC. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, die Map mag ich. Map, ich mag dich, ne? Hast du gehört? Sei gnädig. Wie immer hier unten hin. Jo.
Der Panzer 4 ruckt aber auch ganz schön über das Schlachtfeld. Panzer 3. Spricht er sich bei seinem Lieblingspanzer? Ich glaub's nicht. Einer meiner Lieblingspanzer. Ich lass mich nicht auf einen Lieblingspanzer festnageln. Weil, wenn man mal drüber nachdenkt, also auch so ein C-34, der viele für viele Kopfzerbrechen bereitet, hat eigentlich auch nur 45 mm an der Frontplatte am Turm. Aber halt krass gewinkelt. Ja, bin ich gerade aber auch nicht. Au! Oh, ich habe seinen Fahrer rot geschossen. Da war irgendwas Schnellfeuern, das was mich ganz schön genervt hat. Weißt du, wo es gerade ist? Es in C. Aber wo genau, weiß ich nicht. Am besten fährst du jetzt nicht genau dahin, wo ich bin, sonst weiß er genau, wo wir beide sind. Also, der hat ein paar Leute verloren, auf jeden Fall. Was war das überhaupt? Russisches Schnellfeuerflak-Gedöns. Nein, oder? War nicht russisch. Warte, ich bin nicht sicher, ob das ein Easterbug war. Oh, verdammt, T-34 hier. Ja, ich habe ihn angezündet. Ich habe seinen Gunner. Ich habe den Rest. Sehr schön. Ja, was ich an dem Ding halt mega gerne mag, ist, dass der Reload so krass schnell ist. Ja, der Reload ist wirklich. Also man hat halt knapp über 3 Sekunden, wenn man eine gute Crew drin hat. Das ist halt schon ordentlich. Vor allen Dingen, wenn du halt durchkommst und einzelne Crewmates ziehen kannst, dann ist das nämlich mit der APC auch schon definitiv machbar. Hör mal auf, dich zu bewegen, bitte. Ich höre in die Richtung irgendwas. Ja, da ist gerade einer gestorben. Ah, gut, dann macht das Sinn. Oh, ich will hier weg. Ja, ich will hier auch ganz, ganz. Okay. Außen ist. Au. Wo? Hinten. Hier. Verdammt, ich hab geschossen. Er hat meinen Reloader und Kommandant. Hab ihn. Sehr schön. Ah, hier ist noch ein T-34 bei mir. Magst du. Oh, Achtung, von hier hinten kommt auch noch was. Okay. Oh, verdammt. Der T-34 guckt mich ja an. Hat sein Gunner? Ah, okay, gut. Dann püsch ich. Undamaged. Reload Speed, mach. Lol, ich habe seine Kanone getroffen, sie ist nicht kaputt gegangen. Macht auf jeden Fall Sinn. Das sind T-34. So, den Weakspot meine ich. Einfach links oder rechts genau neben die Kanone, wo die Krummung ist. Und niemals die Fahrerloke. Nee. Die ist unzerstörbar. Die Fahrerloke ist einfach. Die ist unendlich dick. Also ich hab's in der Schadensanzeige hier im Hangar mal hinbekommen, dass die bei über 3000 mm lag. Ja, das Spiel hat irgendwie Probleme damit, überlappende Panzerplatten darzustellen. Wahrscheinlich geht der Schuss dann zwischen den Panzerplatten hin und her und irgendwann geht er dann durch. Also nicht mehr durch, weil, ne? Ja, weil, ne? Wo sind die denn alle? Hier ist eine Flak. Also, weiter vorne. Schießt auf mich. Oh. Wenn der auf mich schießt, dann schieße ich zurück. Gott, habe ich mich gerade vor unserem Marder erschreckt. Was ich an Damap halt nicht mag, ist, dass man auf der Seite am Spawn so dich vorbei muss. Und dass man dann direkt durch den Spawn quasi fahren muss. Ja, um das nervt mich auch. Aber ich guck. Ja, ich, vor allen Dingen, ich tauche halt hier auf dem Spawnradar auf, ne? Ja, es ist absolut. Du kannst dich nicht am Spawn vorbeischleichen, um deinem Team bei B oder so zu helfen. Du musst theoretisch komplett zurückfahren. Genau, das meine ich. Und das ist einfach ein schlechtes Map-Design. Und verleitet logischerweise dazu, zu Spawn-Campen. Definitiv, ja.
Aber sagen wir mal ganz ehrlich, alle Maps bei War Thunder, oder sagen wir mal 99% aller Maps bei War Thunder verleiten zum Spawn-Campen. Nenn's ruhig 100%. Die eine. Gut. Nenne sie. Welche ganz gut gegen Spawn-Camping ist, ist dieser komische Breitengrad, die Map, die ich absolut auf dem Tod nicht ausstehen kann. Du weißt, was ich meine? Ja gut, man kann nicht direkt in den Spawn reinschießen, aber dafür kann man halt von Spawn zu Spawn oder fast halt in die Ausfahrt, in die einzige Ausfahrt reinschießen. So, gehen wir mal B holen. Ja, das stimmt. Also man kann halt sehr zügig, dieser Sniper-Spot, wo du direkt den Spawn abklemmen kannst quasi. Genau, und dann kommt halt keiner mehr raus, wenn du einen gescheiten Reload hast. In der Tat, ich unterstütze das. Also, diese Beschwerde. Da oben ist einer. Ja, ich sehe. Hier ist auch einer. Gunner, Commander, der hier kann nicht mehr schießen. Okay, hab ihn. Sehr gut. Der kommt. Non-Pen. Was? Wo? Was? Der da. Achso, ich bin gerade unten mit dem Sherman beschäftigt. Achso, da oben ist auch noch einer. Hm. Verdammt. Ich dachte, meintest du den? Nein! Ja. Was ist das der da oben? Der guckt auf jeden Fall nicht zu dir. Das ist auch ein Sherman, aber der guckt nicht mehr zu dir. Shermans sind halt super eklige Gegner. Die sind im Low-Tier-Bereich extrem stark. Ja, es kommt drauf an welche, aber... Ich finde, die mit der Gusswanne sind nicht so stark, aber die mit der geschweißten Wanne sind extrem. Ja. Ja, komm. Geh dich verbuddeln. Nee, ich kauf nix. Au. Ich glaube, es wird Zeit, noch wieder ins Flugzeug einzusteigen. Ja, es fliegt gerade extrem viel. Ja. Alter, ich hätte fast einen Nuke, wenn es hier unten einen Nuke geben würde. Und ja, Leute, ich habe gesehen, dass sich viele von euch immer wieder dass das 1-0er 150 mm Sturmgeschütz auf 11-0 wünschen. Aber ich mach sowas nicht. Also, das mag ja ganz cool sein, wenn du so eine Kill-Compilation damit siehst, aber wenn du so wie ich Content am Stück produzierst, ist das mehr enttäuschend als alles andere und vor allen Dingen dein Team hasst dich am Ende. Nicht erst am Ende. Von Anfang an. Ja, ich meine, die bumpen dich dann halt einfach weg die ganze Zeit. Ja, nicht immer, aber... Oft, sehr häufig. Ja. So, Rache ist Blutwurst. Und Blutwurst ist lecker. Finde ich nicht. Ich weiß, das Gespräch hatten wir auch schon sehr... 100-mal bestimmt. So. Sehr schön, Teamwork. Finde ich auch. Wir haben echt gut zusammengearbeitet bei dem Gegner. Ja. Ich habe euch gehört. Das ist deren Spawn, ja. In der Tat ist das deren Spawn. Und ich werde jetzt einen Panzer, der aus deren Spawn rausfährt, nerven. Finde ich gut. Ich auch. Dieses Ding ist nämlich auch als Ground Striker extrem stark auf dem niedrigen Battle Rating. Gott, ist der Puma krass bei. Hi! Nein, danke. Also durch die Änderung mit der Fahrphysik ist der Puma auf so einer Map echt heftig. Du meinst, der bounce auch so rum, ne? Nee. Ich meine, der ist echt schnell. Durch den Schnee und so. Okay, wenn man jetzt nicht gegen Stein fährt, dann ist er vielleicht sogar wirklich... Hä? Bin ich jetzt blind? Ah, da ist der Gegner. Ja, ich war blind. So. E-Merk, danke. Was wagst du es, mich anzufliegen? Unverzeihlich.
Ich glaube, das ist eins der Flugzeuge mit meiner besten KD im Spiel. Muss ich nach der Runde mal gucken. Heavy Metal Hero. Also, ich finde, man kann auch im Load hier extrem viel Spaß haben mit der richtigen Kombination an Fahrzeugen. An all diejenigen, die sagen, Load hier ist so ein Krampf, sich durchzusterben. Nehmt euch die Zeit, lernt die Fahrzeuge kennen, habt Spaß damit und setzt nicht alles auf Vorankommen. Nehmt das Spiel so mit, wie ihr es mitnehmen könnt, weil es gibt überall coolen Content. So, warte, ich will jetzt kurz mal die KD angucken. Nee, nicht hier. Nicht da. Da bin ich gerade dämlich. So. Ich hab jetzt auch die gute Muni. Jack. So. 58 Schlachten, 96 Erdkills und 43 Bodenkills. Boah, ist ausbaufähig. Dachte ich, wäre das Ding schon wesentlich häufiger geflogen. Wäre cool, wenn es bei den Stats noch so eine KD-Anzeige gäbe. Ja, oder eine KDA, also Kill Death Assist. Das ist ja heutzutage auch ganz wichtig. Ja. Alter, wir waren jetzt durchgehend 4-3, oder? Ja, was sonst? Wir nehmen auf. Alter. Ich fahr die Einserlinie hoch und dann werde ich mich bei B2 positionieren. Einserlinie hoch und dann bei B2. Ah, okay, ist abgespeichert. Sehr gut. Ja, Leute, ich wehre mich vehement gegen nie ohne Seife waschen. Bin da einfach langsamer. Ja, aber sowas, wie du es gerade gesagt hast, das ist eindeutig. Das ist nicht sowas wie oben oder unten. Oder rechts und links. Das ist auch so eine Never-Ending-Story bei uns, ne? Ja, ist es. Aber es ist wichtig, weil Kommunikation und so, das ist, ja. Alter, was ist denn jetzt falsch? Normalerweise fährt ihr keine Sau lang. Wäre lustig, wenn wir jetzt eine Sau dabei hätten. Also nicht dabei, weil die wäre dann ja... Ja, nein. Aber normalerweise bist du hier vielleicht zu zweit, zu dritt oder maximal zu viert. Jetzt gefühlt ist unser ganzes Team hier. Nicht nur gefühlt. Ich schmeiß mal Arti auf A. Guter Einwand. Den Punkt hier vom Design der Map verstehe ich übrigens überhaupt nicht. Was willst du damit? Ja, Puma, genau. Wo du jetzt reinfährst, weil du denkst, da geht's durch. Geht's aber nicht. Schön demonstriert, danke. Oh Gott, wenn ich schon einen Aal sehe, ne? Ich meine, er ist zum Glück raus, aber... Alter, der Name. Leute, ich hab was gekrittet. Alter, da ist eine Flak und ich habe sie mit Arti gekrittet. Was zur Hölle? Was für eine Flak? Ich hab da auch Arti reingeschmissen und hab nicht mal Hits oder was. Was für eine Flak könnte ich kritten, ohne sie zu killen mit der Arti? Auf dem Battle Rating. Hier die Schweden, die. Ah, wie heißt der Anti? Lol, der Al hat seinen Kopf verloren. So. Ja gut, ich fahr dann da schon mal hoch, ne? Richtung Gegner spawnen. Ja. Ich hab da nämlich noch was gesehen. Oh, komm, beschleunigen, beschleunigen. Alter, der hat 4 Schuss gefressen, der Typ. Läuft bei ihm. Boah, und jetzt taucht man hier halt schon wieder auf dem Spawnradar auf. Das ist so nervig. Was denn? Hier geht's die Klippe runter. Ja, du sollst ja nicht die Klippe runterfahren. Ja, ich hätte fast einen Kopfstand gemacht. Jetzt sag mir nicht, der ist jetzt ausgebrannt durch die Arti.
Oh, das waren Russen, genau. Ja, Russen halten das natürlich aus. Gott, fliegen die weit. Ich gehe dann mal gucken, ob ich A cappen kann. Ja, ich bin auch in der Nähe. Also unser Team macht gerade alles Mögliche, außer irgendwas Sinnvolles, habe ich das Gefühl. Au. Lol, wo war der? Richtung B, bisschen weiter links. Brennt. Bisschen weiter links als B. Hat der dich... Glaube ich gerade gestorben. Okay. Es tut mir leid. Gut, dann lasse ich unserem Team mal A. Also, Fazit, ich mag die Low-Tier-Deutschen. Sei es jetzt ein Panzer 2, ein Panzer 3, wenn es sein muss, auch ein Panzer 4, auch wenn ich die asymmetrischen Türme hasse wie die Pest. Beziehungsweise der Turm ist nicht asymmetrisch, sondern er sitzt asymmetrisch auf der Wanne. Da kriege ich immer... Boah. Und jeder, der das nicht wusste oder dem das nicht... Ja, der weiß es jetzt. Wir zerstören doch gerne Illusionen, oder? Ja. Lass mal nachladen. Sag mal ehrlich, fast jedes Flugzeug ist asymmetrisch. Nein, eigentlich jedes Flugzeug ist asymmetrisch. Gut, Symmetrie ist sowieso so eine Sache. Je nachdem, wie genau man es nimmt. Ja. Klugscheiß hier nicht rum. Doch. Wenn du schon sagst, mit genau genommen ist jedes asymmetrisch, dann muss ich doch auch nochmal... Okay. Ne? Lol, ich glaube, ich habe, by the way, den Truck gefunden, den ich gekillt habe. Der lag auf seinem Kopf, also auf dem Dach. Und ist... Also meine Art... Alter, warum smokest du denn hier? Die wissen doch, dass wir da sind. Wirklich, mich machen Teammates wahnsinnig, die sich in den Punkt stellen und einsmoken, obwohl sie nicht alleine sind. Wenn du alleine bist, kannst du den Tintenfisch spielen, solange du glücklich bist. Und jetzt wurde von der Ja, ganz ehrlich, verdient. Habe ich kein Mitleid mit. Oh, das fand ich jetzt lustig. Ja, ich auch. Au. Was denn? Da oben ist ein... Ich dürfte nicht mehr scouten. Wo da oben? Ah, ich sehe ihn. Zwischen A und B. Ja, ich sehe ihn. Au. Haha, Schottpanzerung. Ach komm, Hitbox und so, ne? Ach komm, die Hitbox von dem Ding ist ja elend. Au. Ich werd... Alter, im Spawn steht hier was. Nein! Oh Gott! Dreh dich, Turm! Dreh dich! Rette mich! Oh, verdammt! Das Team ist nicht hilfreich! Nee. Okay, diesmal gehe ich mit der EL2 rein, sonst wird's langweilig. So, endlich habe ich mal was gemacht. Und falls die Frage wieder aufkommt, woher dieses Deagle auf meinem Leitwerk hinten ist, leider nicht mehr erhältlich. Tut mir leid für alle, die es haben wollen. Das ist aus einem Vorbestellerpaket für deutsche Schiffe, das nicht mehr existent ist. Ach komm, geh dich doch verbuddeln. Ganz ehrlich, Spawn-Campen, Air-Spawn-Campen ist... Das ist noch schlimmer als Ground-Spawn-Campen, finde ich. Ja, das ist... Also da hast du wirklich jeden Respekt von mir verloren, den du haben könntest.
Tja, muss es halt doch wieder die Jagd sein. So. Unser Team holt sich A, wir verlieren B. Bei B waren ein 10-5er Sherman und, Gott, wie heißt das Ding wieder? Bei den Briten. Dieser Cruiser. Crusader. Crusader? Der Kleine mit den Nieten am Turm. Was ist der, ne? Kleine mit den Nieten. Der relativ zügig, der Light. Der. Ja, kann gut sein, ja. Okay, der 10-5er ist raus, sehr schön. Oh. Oh. Von wo? Oh. Ich auch. Du auch. Von da. Warum Taste? Da. Ja. M4. Wow. Glanzleistung. Ich nehme das mal als Manöverkill. So. Ah, da kommt noch ein Flieger. Wie sieht's denn am Boden aus? Ich habe gerade keinen Überblick, ob wir irgendwie einen guten Stand haben. Ja, es sind alle irgendwie so ein bisschen verteilt. Ah, wird jetzt schon wieder eingenommen. Weiß nicht, wie es bei den Gegnern aussieht. Nicht so richtig. Fehler. Ja, ist okay für mich. Alter, ich habe viel zu viel Spaß mit diesem Ding. Ich wollte doch eigentlich andere Sachen zeigen. Ah ja, jetzt zeigst du. Zeige ich den Flieger Ass Seras, der nicht nur der Bruchpilot ist. Den Flieger Ass, ja. Das Flieger Ass. Oh oh. Oh oh. Nicht da. Das ist vorne. Ich habe nichts mehr gegen Bodenziele. Ich habe nur noch eine 50 Cal mit 20 Schuss und damit werde ich mir jetzt einen einzelnen Flieger holen, der wiederkommt. Okay, ich habe Ich habe zwei. Was? Ich habe Gegner vor mir. Einer. Ja, genau den meine ich, Crusader. Ja, da ist noch was. Bitte es, mach's platt. Hilfe! Oh, verdammt, er hat sich in dem Moment bewegt, als ich schießen wollte. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Oh. So. Ich habe keine Schuss mehr, aber ich kann mich noch in irgendwas reinrammen. Gibt's noch irgendwo was Leichtes auf der Map? Ich sehe gerade nichts, ne. Also, Leute, falls ihr die Möglichkeit habt, euch dieses Ding hier reduziert zu besorgen, kein Zurückhalten. Das Ding ist mega gut. Hier kommen drei Panzer. Boah, und da ist ein Delfin 3. Hier ist alles voll mit Gegnern. Achtung! Da ist, kommt der jetzt gerade. Ja, keine Chance. Gut, packe ich mal. Ganz selten für mich packe ich mal den Panzer 4 aus, weil ich glaube, mit der 75er werde ich mehr Spaß gegen T-34er haben. Das ist der Typ, der mich im Airspawn geradet hat. Okay. Der kleine Kacklappen. Nee, ich muss sagen, ich finde Panzer 4 echt nicht schön. Ich finde die, abgesehen von der Asymmetrie, eigentlich ganz cool. Mich nerven diese hinten überhängenden Laufrollen und dass der Turm asymmetrisch ist. Da war noch ein M3 hinter A. Ein Lee. Ein M3 Lee. Yes. Kein Grant. Kann auch ein Grant sein. Okay. Hey, du wolltest klug scheißen. Du wolltest, dass ich aufhöre. Ja. Mach selbst weiter. Unglaublich. Ja. Macht man doch so, oder?
Eine Finte und dann schlägst du zu. Hallo. Oho. Dann lass uns mal A befreien, bevor der Gegner zu viele Punkte abgesaugt hat. Ja, ich habe dein M3 gefunden. Sag doch, das ist ein M3. Mit deinem komischen Grand. Also ja, die 75er hat definitiv eine höhere Mannstoppwirkung, sage ich mal. Panzerstoppwirkung, wie auch immer man es nennen mag. Zerstörungskraft. Au. Oh. Wo war der jetzt? Oh. Oh, ich sehe ihn. Ist raus. Ja, ne? Nicht umkippen. Danke. Ja. Ich habe leider zu niedrig geschossen. Alter. Der Gegner geht mir gerade ziemlich auf den Lörres, muss ich sagen, ne? Der Gegner geht mir schon seit Beginn vom Match auf den Lörres. Das ist ein schönes Wort. So. Ich meine, jetzt darf keiner von uns mehr sterben. Jetzt darf wirklich keiner mehr sterben. Und wir holen uns jetzt C. Alter, Leute! Was ist denn falsch mit unseren Leuten? Das liegt an dir, weil du so Sachen sagst. Guck, schon machen wir Kills. Ja. Du bist ruhig, dann machen wir Kills. Ich halt schon die Klappe, ist ja recht. Besser ist das. Halt die Backen, ne? Ich hätte gern einen Autolauder im Panzer 4, dann fände ich ihn viel cooler. Ach komm! Ja. Ja, gut. Aber ich finde, wir haben uns soweit ganz gut angestellt. Ich meine, wir brauchen das nicht verstecken. Gut, wir haben zusammen 15 Kills gemacht. Ich habe schon wieder 5 Air-Targets zerlegt. Das glaube ich. Auch wieder alles mit dem Flieger. Naja, aber das sollte mal demonstrieren, dass man auch im Low-Tier-Bereich vor dem tollen Tiger und Panther Spaß haben kann. Und dazu wollte ich mal wieder eins meiner Lieblingsdecks spielen. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche, ich sag mal, niedrigen Mid- und Low-Tier-Fahrzeuge eure Lieblingsdecks bilden. Vielleicht können wir die auch mal spielen, wenn ihr euch das wünscht. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.